Die natürliche Umgebung ist chiral, das heißt, die Natur verhält sich wie Bild und Spiegelbild und viele Moleküle, die wir in der Natur vorfinden, haben ein Bild und ein Spiegelbild. Unser Ziel ist es, diese Moleküle, die mit natürlichen Systemen wechselwirken, gezielt herzustellen. Das Gebiet nennt man enantioselektive Katalyse. Wir machen das mit Licht und deshalb enantioselektive Photokatalyse. Also was mich besonders fasziniert, ist die Tatsache, dass wir mit Hilfe des Lichts Moleküle in einen hoch angeregten Zustand bringen. Das heißt, die Moleküle sind natürlich dazu bestimmt, in unheimlich schnellen Reaktionen ganz ungewöhnliche Molekülstrukturen zu machen. Wir machen natürlich wirklich Grundlagenforschung, weil wir einfach wissen wollen, wie die Dinge funktionieren. Und das ist für mich wichtig. Das war auch für mich der Grund, weshalb ich an die Hochschule gegangen bin, weil ich frei arbeiten wollte. Also insofern ist Grundlagenforschung für mich immer noch das A und O. Und für mich ist die Universität der beste Platz, um diese Grundlagenforschung zu machen.